Ja, hi und herzlich willkommen heute wieder mal. Heute, unschwer zu erkennen, stehen wir wieder mal bei mir am Keuteich. Und ich gehe mit euch hin und packe jetzt zusammen einen neuen Japaner aus, einen Neuzukömmling. Und zwar ein Goshiki. Und den werde ich jetzt mal aus dem Auto holen und dann mit euch zusammen einsetzen. Jetzt mit euch zusammen hin und bereite die Messwanne schon mal eben vor, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Da gehe ich immer wie folgt vor. Ich werde immer erst eben einmal klar ausgespült. Dann mit Desinfektionsmittel desinfiziert. Kurz einwirken lassen, die Wanne noch mal eben mit klares Wasser ausspülen. Dann kommen mir 30, 40 Liter Teichwasser rein und dann werde ich in der Zwischenzeit jetzt schon mal hingehen und den Fisch aus dem Auto holen. Wie ihr sehen könnt, ist ein männlicher Fisch, 2 Jahre alt. Messen wir den, werden wir den gleich mal eben, ich weiß nicht genau wie groß der ist. Der ist von der Koda Koi Farm. Und ja, jetzt werde ich den Fisch mal rüber lupfen in die Wanne. Ich nehme euch mal eben auf die Hand. Jetzt werde ich die Tüte mal eben aufmachen. Schon mal ein bisschen Wasser beimischen, damit er sich ein bisschen akklimatisieren kann. Nicht jetzt wegen den Temperaturen, sondern eher wegen den Wasserparametern. Dann hole ich den gleich aus der Tüte raus. Dann zeige ich euch den vernünftig nochmal. Werden wir dann eben messen. Ich werde dann nochmal 2, 3 Fotos machen. Und dann hoffe ich, dass der Fisch noch um einiges dunkler werden wird, aber das wird sich dann zeigen jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen. Und dann schauen wir mal, wie sich der Fisch entwickelt. Fällt mir auf jeden Fall sehr gut. Preismäßig auch okay. Aber ich zeige euch den jetzt gleich mal vernünftig. Die Katze hat sich ihr Mittagessen auch schon ausgesucht, obwohl das wäre ein bisschen teuer. Ich kriege dann lieber Fisch aus der Dose. Obwohl ich muss sagen, wir haben ja selber hier bei uns insgesamt 4 Katzen und von denen geht keiner an den Koi-Teich dran bzw. an die Fische ran. Aufgrund dessen hat der Teich auch ein Stück weit so gebaut, dass die Katzen gar nicht an die Fische ran könnten, ohne sich nasse Füße zu holen. Aber naja, geht der jetzt um Fische und nicht um die. So, jetzt darf der Fisch auch schon aus der Tüte raus. Gucken wir mal, wie groß der Kollege ist. So, der misst von Kopfanfang bis Schwanzende 50 cm. Wie gesagt, das ist ein Goshiki und der darf jetzt gleich auch schon schwimmen. Wasserwerte sind soweit okay. Ich handhabe das Ganze immer so bei mir, dass ich, wenn ich jedes Jahr gehe ich hin und setze eigentlich so 2 bis 3 neue Fische rein und im gleichen Zuge gehen entweder vorher oder paar Wochen nachher auch immer 2, 3 Stück wieder aus dem Teich raus.
so dass mein Bestand nicht von Jahr zu Jahr stetig wächst, sondern gleich bleibt. So habe ich die Gewährleistung ein Stück weit, dass der Filter nicht überstrapaziert wird, beziehungsweise dass die Wasserklarheit gleich bleibt. Ich könnte jetzt bei mir auch ohne Probleme mit der Filterlauf packen, wenn ich 35 oder 40 Fische reinsetzen würde, wäre überhaupt kein Problem mit 7 Meter Filtergraben und ich weiß nicht, 100 Wasserpflanzen drin. Und ich habe insgesamt bei mir am Filter, ich glaube 300, 350 Liter Helix und ein Mehrkammersystem mit Trommelfilter, zusätzlich noch 20 Japanmatten. Und ich habe so im Schnitt immer so zwischen 25 und 30 Fische. Ich glaube, es sind 28, glaube ich, ganz genau. Mit dem werden es jetzt 29, aber ich habe noch wieder 2-3 Stück drin, die sich nicht so entwickelt haben. Von denen möchte ich mich jetzt ganz gerne trennen. Und dann nach und nach den Bestand so ein bisschen erweitern auf größere Fische. Die kleinen alle mal nach und nach raushauen, die sich nicht wieder erwarten zu entwickeln, wie man gerne haben möchte. Aber ja. Jo, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr von dem Fisch haltet. Ich werde mal hingehen, den in 2-3 Wochen mal rausfangen. Vorausgesetzt, die Farbe hat sich dann ein Stück weit verändert ins Dunkle hinein. Könnte bei dem sehr gut sein, dass diese gräuliche Färbung naja komplett ins Dunkelblau-Graue geht. Aber schauen wir mal, ob die Entwicklung dann auch wirklich dann in 3-4 Wochen dann dahin gegangen ist, wo ich sie gerne hätte. Natürlich 50-50 die Chancen, aber mal schauen. Nichtsdestotrotz ist es und bleibt es ein schöner Fisch. Wie gesagt, 50 cm. Ich gehe jetzt hin, verabschiede mich an dieser Stelle auch schon wieder bei euch, bedanke mich wieder mal fürs Einschalten, fürs Zuschauen, vergesst nicht ein Like da zu lassen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!